Ja, also der 100%-Club hat ein bisschen viele bewegliche Bausteine. Und deswegen wollen wir einfach nochmal durchgehen, was ist wirklich notwendig, um erfolgreich zu sein. Und unter welchen Bedingungen ist man ziemlich sicher nicht erfolgreich? Auch das ist ja wichtig zu wissen. Durchsetzung ist das wichtigste fehlende Verbindungsglied. Nicht nur Taktik, sondern ein System, um Sachen geregelt zu kriegen, durch Fragen, Analyse und dranbleiben. Gesagt hat das Jack Welch, der ehemalige Oberchef von General Electric, ganz kleines Unternehmen. Der hat dieses Unternehmen übernommen, da ging es dem gar nicht so gut, also hat immer noch mehr Umsatz gemacht als die meisten Unternehmen im deutschen Möbelhandel oder als alle Unternehmen im deutschen Möbelhandel. Aber er hat es innerhalb von, ich glaube, 20 Jahren geschafft, das Unternehmen mehr als zu verfünffachen. Vom Aktienwert und von der Profitabilität, also von dem Profit insgesamt auch. Und das alles durch ein System, um Sachen geregelt zu kriegen, durch Fragen, Analyse und dranbleiben. Und solch ein System ist der 100%-Club. Solch ein System ist auch unser Durchsetzungsprogramm, was wir mit Firmen machen. Und wir wollen uns einfach dieses System nochmal gemeinsam gut angucken in dieser Telekonferenz. Aber erstmal, ihr wisst schon, was mich interessiert. Was habt ihr letzte Woche mit Erfolg anders gemacht? Und ich höre gerne Leute, die sonst noch nicht so oft was erzählt haben. Also, wer möchte zuerst ein Erfolgserlebnis erzählen? Das habe ich natürlich alle so verschreckt mit dem Sternchen 6, dass alle sich stumm geschaltet haben. Aber ein weiteres Sternchen 6 schaltet euch wieder zu. Hallo? Wir sind da. Gut, Soll ich das dann mal erzählst erzählen du mit der doch. Preisverhandlung? Erzähl das mit der Preisverhandlung. Das ist eine geile Nummer, die du mir da auf WhatsApp geschickt hast. Erzähl, schieß los. Ja, ich habe das erste Mal habe ich mich wirklich riesig gefreut über eine immense Veränderung. Wir führen ja alle zig Preisgespräche und in der Regel flutschen die ja auch. Und dann gibt es ja so einen kleinen hässlichen restlichen Prozentsatz, die penetrant, hartnäckig und einfach den Hals nicht vollkriegen können. Und den hatte ich letzte Woche. Und das sind die, wo du eigentlich innerlich die Augen rollst und denkst, du kannst den eigentlich nur wegschicken und selbst eine Ablehnung akzeptieren sie nicht. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du es mal anders. Und da habe ich mich an deine Worte erinnert und dieser Absatz war auch in dem Buch, was du uns empfohlen hast. Pass mal auf, wie bringe ich jetzt die Interessen noch besser in Einklang? Und dann habe ich ihn angeschaut und habe geguckt, was ich Aufrichtiges, Nettes über ihn sagen könnte. So, und das war, dass der sehr selbstbewusst war, dass der hartnäckig war und auch ganz schön schlau. Und dann habe ich gesagt, Herr Gral, ich sehe von mir einen Menschen, der intelligent ist, der hartnäckig ist und sehr selbstbewusst. Und es wäre doch nur angemessen, dass er auch einen solchen Geschäftspartner hat, der ihm die Stabilität gibt, die er selber ausstrahlt. Naja, das Ende vom Lied war, er hat unterschrieben, ne? Ja, der hatte einfach keine Chance, oder? Also, der Genau, hat ich habe sich das gesagt, nicht wie so gut dumm. überlegt. Richtig, und dann hatte ich ja noch ergänzend gesagt, wie dumm ich mich in seinen Augen verhalten müsste, wenn ich diese Stabilität unseres Unternehmens gefährde. Geil. So, das war so ein typisches Alpha-Tierchen und das Alpha-Tierchen hast du mit seinen Waffen gekriegt. Also, mir kommt das von der Erzählung so vor, als ob das ein Alpha-Tierchen gewesen wäre, ne? Ja, Ja, ein und wenn man so Iraner. einem. Aha, okay, ja. Auch unter Umständen interessant, nicht? Die kulturellen Sachen, je nachdem, wie lange die hier sind, nicht? Wie sehen die Frauen? Muss ich mich als Frau da erstmal überhaupt positionieren, damit er mich ernst nimmt? Wenn ja, hast du es sehr zuverlässig geschafft. Übrigens, du hast eine schöne Sache, also das ist eine geile Geschichte, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, nein, ich mache dieses Spiel nicht weiter, sondern ich trete aus dem Spiel raus. Ich überlege, was braucht der Mensch da eigentlich wirklich, der auf mich zukommt? Er braucht ja nicht noch 20 € Rabatt, offensichtlich nicht. Sondern der hat irgendein Bedürfnis, ein Gefühl, was er befriedigen muss.
Vielleicht musste der zu Hause, dachte er müsste zu Hause erzählen, wie hart er verhandelt hat oder was auch immer. Und dann das Gefühl anzusprechen und nicht einfach stumpf weiterzumachen. Super. Und übrigens, wenn du sagst, Preisverhandlungen flutschen, ja, meistens flutschen die, aber ungefähr so wie ein Zäpfchen. Die Dinger sind aus der Mode gekommen, aber ich fand die nie so richtig cool als Kind. Und wer das Zäpfchen kriegt, ist meistens der Möbelverkäufer. Manchmal mit ein bisschen Salbe, aber oft auch ohne. Also ich sehe das nicht, dass die meisten, also wenn ich mich so umgucke, sehe ich nicht, dass die meisten Preisverhandlungen für irgendwen flutschen, außer für den Kunden. Du machst da eine Ausnahme, Tatjana. Klasse Geschichte. Wer möchte als nächstes? So, alle, einfach nochmal. Bettina, schieß los. Bei mir war es letzte Woche so, dass es eben auch wieder so ein bisschen ruhig war im Haus und ein junges Pärchen in Badabteilung so rumgelaufen ist, ein bisschen, ja, ihr gucken mal. Ich habe sie dann eben auch so mit dem Eisbrecher, schön, dass sie bei dem Wetter bei uns sind, angesprochen. Sie waren erst so, ganz ehrlich, ja, sie gucken jetzt mal nach dem ersten Angebot, also nach dem in ersten Besprechung oder Angebot, und dann durch diese höfliche Hartnäckigkeit und auch durch gezieltes jetzt gar nicht erstmal nach Bad fragen, sondern wofür, was machen Sie jetzt, was brauchen Sie, was wollen Sie, da haben Sie dann erzählt, dass Sie jetzt Haus bauen lassen in ein Städtchen unweit von unserem Haus und sind richtig aufgeblüht, haben sich begeistert, haben gekauft. Was würdest du sagen, war das Erfolgsrezept, wenn du es in einem Satz oder zwei zusammenfassen solltest? Dass ich mich erst auf die private Situation gestürzt habe, dadurch eben ein gutes Gespräch, ein interessantes Gespräch, auch für mich, und damit eben auch Vertrauen aufgebaut habe. Ja, klasse, Bettina. Also das war die Regel vom letzten Mal, ne? Wenn du über Ware ansprechen willst, dann kannst du das schon so machen, ist dann aber kacke. Du hast es anders gemacht, bist nämlich über das Persönliche rangegangen. Die meisten Verkäufer machen das immer wieder falsch und sprechen über Ware an, sprechen sofort über Ware oder feuern bei der geringsten Provokation Karat oder KPS an. Warum? Weil sie sich damit sicher fühlen. Aber das ist nicht das, was wirklich den Kauf sicherer macht. Denn auf dieser geschäftlichen Ebene, auf der wahren Ebene, da gibt es keine Freunde, da gibt es nur einen Preis. Klasse, super, Bettina, danke. Der nächste, also das ist jetzt nicht, das kannst du schon so machen, das, was du gemacht hast, ist so, sondern was du gemacht hast, ist prima. Und der Gegensatz ist halt über Ware ansprechen. Klasse, noch einer oder eine. Ja, dann spreche ich mal Angela, ne? Angela, schieß los. Also generell, ne? Also ich kann jetzt nicht von Einzelfällen sprechen, aber so dieses Thema anders sein, das ist ja immer so etwas, was bei mir im Kopf brennt, ne? Und ich hatte das große Glück, über BNI mal zu einer sogenannten Visitenkarten-Schulung oder wie man das nennt, gewesen zu sein. Und ja gut, da wurde uns der Tipp mitgegeben, also immer so eine kleine On-Top-Notiz auf der Karte zu machen, damit derjenige sich dann genau an diese Karte erinnert oder an mich, an die Person. Ja, und ich mache das eben seit Jahren allerdings schon so, aber auch wirklich mit Erfolg, immer dann, wenn wir die Karten übergeben. Ich mache es so, dass ich darauf achte, dass der Kunde mir zuerst seine Karte gibt. Und ich schließe meistens das Gespräch ab, also wenn es nicht zum Abschluss kam oder auch so, aber meistens erst dann, nur dann, wenn es nicht zum Abschluss kommt, dann übergebe ich halt meine Karte. Ich sage, schauen Sie mal hier, das bin ich, das ist meine Karte, naja, so üblich schwarz-weiß. Ja, ich fand das Gespräch super schön mit Ihnen, es hat mir richtig Spaß gemacht, naja, auch wenn wir jetzt nicht so zueinander gefunden haben, ne? Lachen die immer so ein bisschen, aber das entschärft dann die Situation. Ich sage, wissen Sie was, damit Sie sich aber an unser nettes Gespräch erinnern, möchte ich mal was ganz Besonderes für Sie machen. Und dann male ich immer so ein kleines Smiley drauf.
mit Kugelschreiber, also in Blau, bewusst, also nicht schwarz, sondern blau. Ich sage, naja, okay, Sie werden jetzt nach Hause gehen, Sie wollen das Ganze überdenken, das muss ich respektieren. Preislich haben wir uns hier mehr oder weniger geeinigt, aber wenn Sie jetzt nicht jetzt hier und sofort sich entscheiden können, okay, dann denke ich mal, werden Sie sich ja morgen sicherlich melden. Ja, und damit Sie meine Karte und mich in das nette Gespräch nicht vergessen, hier das Smiley. Und das kommt so super an. Ich kann es allen nur empfehlen, das so zu tun. Also nicht natürlich bei jedem, aber ja, war eben, das hat dann doch Erfolg. Ich habe jetzt gestern, ich gehe von zu Hause aus auch immer in den PC, ja, und habe den Zuschlag für einen richtig dicken, fetten Auftrag bekommen, der eben nicht sofort abgeschlossen wurde, aber klar überdacht werden musste. Und die schrieben dann zurück. Das war das Beratungsgespräch, was uns besonders gut gefallen hat, dass sie mit Ruhe uns haben gehen lassen und nicht dieses typische Verkäuferdrücken an den Tag gelegt haben, sondern ja, dieses Smiley, das fanden wir nett und dicken Smile für den Donnerstag und Dankeschön fürs nette Gespräch. Also so gesehen, man hat nicht immer verloren, wenn der Kunde rausgeht, ne? Cool. Und ja, der Erfolg eigentlich, denke ich, dieses kleine on top und anders sein über diese Visitenkarte, über Visitenkartenübergabe, denke, das macht dann auch den einen oder anderen nochmal erfolgreich, ne? Ja, klasse. Danke, Angela. Sehr, sehr gute Strategie. Also, das sind ja mehrere Strategien dahinter. Die ich jetzt so auf einen Schlag sehe, ist anders als die anderen, auch im Abschlussbereich oder sogar nach dem Abschluss. Dann höre ich daraus, du bist bei BNI, das ist Business Network International. Nee, ich war da Viele, nur viele, eingeladen. Sorry, ich bin da nicht. okay, du warst Ja. da einmal. Aber worauf ich hinaus will, ist, viele Möbelverkäufer sind so eine Art Geheimagenten. Die erzählen das sicherheitshalber niemandem, was sie tun. Das ist ein bisschen blöd. Du bist offensichtlich auf ein Networking-Event gegangen und hast da genetworked. Ich war mal ich schätze, 20, 30, 40 Personen in einem Hotel, die haben für eine Polstermöbelkette gearbeitet. Und ich war der Einzige, der mit der Rezeptionistin drüber geredet hat, was er tut. Weil ich es prinzipiell tue. Warum nicht? Ich trainiere Möbelverkäufer und Führungskräfte von Möbelhäusern. Und dann sagte die Frau, ja, können Sie mir irgendwie helfen? Ich suche ein schönes Sofa, so und so ungefähr beschaffen. Habe ich gesagt, warten Sie Augenblick, also in der Mittagspause komme ich mit dem richtigen Menschen für Sie. Bin dann reingegangen und habe gesagt, kann hier jemand aus der Gegend bitte dieser Dame mit einem Sofa aushelfen? Moral von der Geschichte, da waren 40 Leute, die hauptberuflich Sofas verkauften, aber niemand hatte mit der Hotelrezeptionistin darüber gesprochen. Also, das ist das eine, mit möglichst vielen Leuten darüber zu reden, was man da eigentlich tut. Mein Gefühl ist, Möbelverkäufer, die sich darauf verlassen, dass ihr Chef jeden Monat wieder genug Frequenz in den Laden schaufelt, haben auf die Dauer ein Problem. Also für Frequenzgenerierung wird jeder zu einem, zumindest zum Teil, selbstverantwortlich sein. Zumindest im Mittelstand. Und das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Networking nennt man das, ne? Aber ich nenne das einfach über das reden, was man tut. Also das gefällt mir super. Dann, du hast gesagt, irgendwie die Leute kommen wieder. Die Leute kommen wieder, wenn du ein persönliches Band aufgebaut hast zu denen. Und das hast du offensichtlich geschafft. Da ging es um mehr als um die Ware, sondern da ging es um eine persönliche Beziehung zwischen Angela und diesen Kunden. Und das hast du mit dem Smiley auf der Visitenkarte noch verstärkt. Zum Thema Visitenkarten, es gibt noch die verschärfte Variante. Nach einer Beratung, egal ob erfolgreich oder nicht, fragen: Waren Sie mit der Beratung soweit zufrieden? Die Leute sagen immer ja. Entweder Sie haben gekauft, dann sind Sie offensichtlich zufrieden, oder Sie haben nicht gekauft, dann haben Sie ein mega schlechtes Gewissen. Dann sagt man, prima, ich gebe Ihnen jetzt mal, und dann sagt man, gibt man Ihnen zwei Karten. Dann sagen die sofort, ey, Sie haben mir zwei Karten gegeben. Dann sagt man, ja, hat folgenden Sinn. Die eine Karte, die ist für Sie. Wenn Sie irgendwann mal eine Frage zum Thema, und dann setzt halt eure Warengruppe ein, Polstermöbel, Küchen haben sollten,
dann rufen Sie mich an, egal ob Sie kaufen wollen oder nicht. Ich kenne mich damit beruflich echt gut aus und ich werde Ihnen immer mit Rat zur Seite stehen, egal ob Sie bei mir kaufen oder nicht. Das sorgt dafür, dass man in Vorleistung tritt und dadurch sind die Leute so ein Stück weit gezwungen, auch eine Gegenleistung zu erbringen. So sind wir gestrickt. Dann sagt man, die zweite Karte, die stecken Sie bitte auch ein. Und die ist für einen Menschen aus Ihrem Umfeld, den Sie mögen, der sich auch für Möbel interessiert. Und dem können Sie einen Gefallen tun, denn wenn der mit meiner Karte zu mir kommt, werde ich den genauso gut beraten wie Sie, wie einen absoluten VIP. Wenn man das einfach bei jeder Beratung konsequent macht, dann laufen da draußen in relativ kurzer Zeit ein paar hundert Leute mit zwei Karten rum. Wenn man dann auch noch den Ratschlag von Angela beachtet und ein Smiley draufmalt und dafür sorgt, dass die Leute sich an einen erinnern, dann generiert man selber seine Frequenz. Prima. Noch eine Geschichte und dann steigen wir ein und besprechen den Stand des 100%. Ich wollte das gerne noch ergänzen, was Angela gesagt hat. Ein ganz toller Beitrag, Angela. Ich mache es mittlerweile auch so, wenn ich über den Eisbrecher nicht hinauskomme, weil ich bin auf einer Fläche, wo sich 15 bis 20 Kollegen aufhalten. So, selbst dann gebe ich dem Kunden schon eine Karte, ne? Freue mich darüber, dass ich ihn kurz kennenlernen durfte. So, damit er, falls er sich das anders überlegt und über den Eisbrecher hinaus doch noch kontaktieren möchte, sich auf mich bezieht. Die lassen mich dann auch ausrufen. Das ist cool, ja. Also, ist eine Nummer, die eskalieren kann, nicht? Dass dann irgendwie alle Leute ihre Visitenkarten den Kunden draufdrücken. Aber ich glaube, du bist die Einzige, die so pleatsch ist. Also genau, je früher du den Kunden an dich binden kannst, desto besser. Besser wäre natürlich gleich ranzugehen und dran zu bleiben. Ne? Ja, es geht ja um die Ausnahmen, wenn es mal nicht klappt. Das ist ja die Minderheit. Ne? Ja, ja, klar, super. Aber dass du dir halt was in Reserve hältst. Ja, so. Und wenn nur einer von 10 im Monat zurückkommt, dann hast du immer noch gewonnen. Ja, absolut. Klasse. Ich habe das einmal zur logischen Konsequenz gespielt gesehen von einem Möbelverkäufer, von einem freien Verkäufer bei einem Kunden von mir. Das war ein Samstag und ich bediene Kunden an und irgendwie hatten die alle die Visitenkarte von diesem Herrn, nennen wir ihn mal Müller. Der hieß nicht Müller. So. Und irgendwann dachte ich mir, ey, der kann doch nicht überall sein. Und es war glaube ich, ein Messesamstag. Also da war echt was los. Ich dachte, hey, kann doch nicht überall sein. Und im zweiten Stock bedient der doch gar nicht und so. Und dann irgendwann, also den nächsten Kunden habe ich mal gefragt, woher haben Sie diese Karte? Haben Sie die schon wann anders bekommen? Ich sagte, nee, draußen auf dem Parkplatz, da steht eine Dame, die hat die mir gegeben. Da war der Schlingel einfach hingegangen und hatte irgendwie seine Lebensgefährtin oder wen auch immer auf den Parkplatz gestellt und dafür gesorgt, dass jeder seine Karte hatte. Und bis ich die Frau gefunden und des Geländes verwiesen hatte, hatten die zusammen, glaube ich, schon ganz schön Frequenz. Natürlich für das Haus zum Teil verbrannt, für sich selber gesichert. Ja. Gut. Super, super Strategie. Also je besser ihr dafür sorgen könnt, dass sich die Kunden an euch erinnern, eine Visitenkarte tut es da in der Regel alleine nicht, sondern eine Visitenkarte plus ein starker Eindruck tut es. Desto besser ist es. Klasse, danke. Noch einer oder eine? Vielleicht nochmal in der Ergänzung von wegen Eisbrecher, also was ich immer mache, ist, oder nicht immer, aber samstags gibt es bei uns für die Kunden, wir haben so eine Servicekraft, die liefert dann Kaffee und Wasser und Sekt und ich weiß nicht was. Und wenn die Kunden reinkommen, klassische Nummer Eisbrecher, ne, herzlich willkommen, fühlen sich wohl bei uns, schauen sich einfach mal um, unverbindlich. Ich mache das dann progressiv so, dann nehme ich den Leuten das praktisch weg, dass die sich dazu äußern müssen, ja, wir schauen uns um.
Und dann sage ich, hören Sie mal, wenn Sie mögen, wir haben heute eben die Möglichkeit, Ihnen Sekt und was weiß ich anzubieten. Was darf ich Ihnen reichen? Also ich frage direkt nicht, möchten Sie was trinken, sondern was darf ich Ihnen reichen oder reichen lassen? Und dann bekommen die halt ein Glas Wasser, was weiß ich, in die Hand gedrückt. Und das Tolle ist, dass die Leute sich an einen erinnern, die ich weiß auch nicht, also die kommen dann immer wieder zu mir zurück. Also auch wenn die von anderen Kollegen angesprochen werden, sagen die, nee, wir werden schon bedient. Dabei sind die gar nicht bedient worden. Die haben nur diesen ersten Kontakt zu mir gehabt, der wohl angenehm ist. Und das nochmal so als Ergänzung, ne? Eisbrecher plus und manifestieren, dass die auch wirklich sich dann an einen gebunden fühlen. Ne? Dass man da schon präventiv vorher das Wasser oder was weiß ich denn reicht. Ne? Ja, absolut. Auch das ist eine ganz, ganz alte Sache und Tradition. Jemand, der dir was zu trinken oder zu essen anbietet, der ist dein Freund. Das steckt bei uns in der Kultur oder eigentlich in allen Kulturen ganz, ganz tief drin. Und dieser Mensch, der mir was angeboten hat, der mich aufgenommen hat, für den muss ich auch was Gutes tun, wenn ich das kann. Und wenn das halt ist, der dem nächsten Verkäufer zu sagen, nee, ich war bei der Frau Angela, dann ist das der für den Kunden der nächste logische, richtige Schritt. Ja. Bettina war in der Türkei. Die Art, wie die verkaufen, ist immer gleich. Eisbrecher, wo kommst du her? Da habe ich einen Cousin. Wo auch immer du herkommst. Ich bin sicher, Bad Saulgau kennen die nicht. Dann fragen die aber, was ist da in der Nähe? Naja, grob gesagt Konstanz. In Konstanz habe ich einen Cousin. So, das ist die erste Nummer. Und dann heißt es sofort, komm, wir trinken erstmal einen Tee. Weil natürlich niemand drauf gewartet hat, irgendwie die 100. gefälschte Gucci-Handtasche zu kaufen, sondern die laufen da einfach nur rum, die Touristen, und müssen an den Verkäufer gebunden werden. Klasse. Super. Darf ich dazu auch noch was ergänzen? Du darfst. Ja, das war wieder Angela, ne? Ja. Jo. Ja, genau. Wir kennen uns. Nicht Regina, Angela. Ja, wir sind ja auch in einer Gruppe. Die heißen halt alle A mit N. Ja, genau. Ergänzend dazu, es gibt ja auch Schnellschüsse. Also ich plane ja viel, ähnlich wie im Einbauküchenbereich in Bezug auf Wohnmöbel. Das heißt, in der Regel sind die Gespräche lang und auch mit Vor- und Nachbereitungszeit oder mehreren Terminen und Aufmaß zu Hause. Es sind aber auch Schnellschüsse dazwischen. Das ist eigentlich erfreulich. Da machst du ganz schnell einen Haken hinter, aber unterm Strich sind die nur sachlich. Und ich habe es jetzt auch probiert, dass ich gesagt habe, komm, selbst für die Schnellschüsse muss Zeit sein, irgendwie einen persönlichen Kontakt aufzubauen. Und sei es nur, dass ich sage am Ende, ne, Frau Müller, das war eine ganz sympathische Begegnung, ging mir aber ein bisschen schnell. Ich hätte sie gerne noch ein bisschen näher kennengelernt. Aber ich sehe, Sie sind in Eile und wollen das schnell hinter sich bringen und ich wünsche Ihnen viel Freude. Selbst diese kleinen Sätze, also ich habe das jetzt zweimal gehabt, dass die dann zurückkamen, obwohl es ein Schnellschuss war, das ist meistens in Bezug auf günstige Ware und dann ging es plötzlich um ganz andere Dimensionen. Ja. So, und hätte ich das nicht gemacht und ich wäre eine von vielen gewesen, ohne dieses persönliche Wort, so, dann wäre das denen egal gewesen, an wen sie das nächste Mal geraten. Also man hat echt auch Chancen bei diesen, ne, Schnellschüssen. Ja. Also, das ist das typische Sache. Werbeware haut deine Firma überhaupt nur raus, um Leute für das Unternehmen zu gewinnen und als Unternehmen zu gewinnen. Viel Geld verdienst weder du noch das Unternehmen mit der Werbeware. Und was du machst, ist halt diese Leute an dich und damit ans Unternehmen zu binden. Und das geht halt nur durch einen persönlichen Auftritt. Denn Sofas für, weiß nicht, 9,99 gibt es woanders auch. Ja, ich hatte zum Beispiel eine Kandidatin aus Rostock, da gibt es auch zwei Möbelhäuser. So, und die war so begeistert von unserem Haus oder auch in Bezug auf mich, dass die ein Verkaufsgespräch über 2 Wochen per Telefon mit mir geführt hat, über 10.000 Euro, weil sie unbedingt bei mir kaufen wollte, aber die Chance nicht hatte, nochmal nach Kaltenkirchen zu kommen. Ja. Das ist doch cool. Damit hast du dein Einzugsgebiet nicht auf 40 Kilometer, sondern auf, schätze, 100 Kilometer ausgedehnt. Das sorgt schon mal dafür, dass ein bisschen mehr reinkommt. Klasse, super.
Jetzt kommen wir zum 100% Club. Ich wollte einfach die Bausteine mit euch nochmal besprechen, die Regeln und warum es funktioniert und was auch dazu führen kann, dass es für den einen oder anderen nicht funktioniert. An welche der Regeln erinnert ihr euch noch? Was ist die Regel Nummer 1? Wir kommen alle gemeinsam ans Ziel. Ja, jetzt dürft ihr euch alle wieder freischalten, denn jetzt diskutieren wir alle mal kreuz und quer. Warum ist das die wichtigste Regel? Weil wir damit nicht nur Verantwortung für uns selbst, sondern auch für den anderen tragen. Warum ist das wichtig? Könntest du ja auch alleine erfolgreich werden. Das ist ja wie ein Händchen halten, sag ich mal. Wenn der mich in den Ja, Abgrund das reißt, klingt oder wenn romantisch. ich, ohne Knutschen, Ja. also wenn ich meinen Hintern nicht bewege, reiße ich damit andere in den Abgrund. Und das gibt mir mit Sicherheit mehr Motivation, als wenn ich alleine stürze. Aha, okay. Ja. Und wenn ich Harte stürze, gibt Metapher es mit wieder dem andere, Abgrund. ja. Ja, und wenn Ja. andere, und wenn ich stürze und ich weiß, da sind auch andere, die für mich Verantwortung tragen, weiß ich, da sind helfende Hände, die mir wieder, ne, mich wieder aufrichten. Ja. Ja, super. Also eine sehr, sehr wichtige Regel. Der Abgrund ist der so schlimm oder ist der nicht schlimm? Der Abgrund ist einfach nur, einige haben sich ja wirklich entschieden, den Helm niederzulegen und die Glocke zu läuten. Der Abgrund ist einfach nur, ich mache den Rest meines Berufslebens das, was ich immer gemacht habe. Und das, was 49.970 Verkäufer auch machen. Das ist nicht schlimm. Es verhungert ja auch niemand in Deutschland. Und es wird auch niemand im Möbelhandel verhungern. Aber ich finde es traurig. Wir haben pro Monat, haben wir, ach, pro Jahr haben wir mit 1000, vielleicht, ja, ich schätze, 1000 Möbelverkäufern zu tun. Und die meisten entscheiden sich sehr, sehr bewusst dafür, alles so zu machen wie immer und alles so zu machen wie 49.970 andere Verkäufer. Und jemand, der sich entscheidet, hier rauszukippen, der hat das ein Stück weit entschieden. Das ist mir zu stressig, mich zu verändern. Und deswegen mache ich alles so wie immer. So, jetzt mal jemand, der nicht Tatjana und nicht Angela heißt. An welche Regeln, das heißt alle anderen, an welche Regeln erinnert ihr euch noch? Welche sind wichtig? Mit Sternchen 6 schaltet ihr euch wieder scharf. Also, dann kann ich euch hören. Okay, es sind 14 Leute auf der Präsentation. Ich nehme an, die sind auch in der Leitung. Haben wir doch alle aufgeschrieben auch. Okay, gut. In Abwesenheit von anderen Leuten, die was sagen wollen, frage ich jetzt auch wieder Angela und Tatjana und Bettina, von der ich auch weiß, dass sie da ist. Jeder übernimmt Verantwortung für den eigenen Erfolg und den der anderen. Die Regel Aha, Nummer die Regel zwei. Nummer 2. Gut, warum ist die wichtig? Haben wir eben schon gesagt, ne? Okay, gut. Gucken wir uns die anderen an. Das erste ist, wir kommen gemeinsam zum Ziel. Wir lassen niemanden zurück. Die zweite, jeder übernimmt Verantwortung für seinen Erfolg. Hilfe holen ist eine Hohlschuld. Ich fand das super. Nicole hat irgendwann gesagt, Thomas, ich komme hier mit den Anweisungen gerade nicht zurecht. Warum? Weil ich mich in einer, ja, in einer Übergangsphase befinde. Was soll ich tun? Und dann haben wir uns eine halbe Stunde darüber unterhalten und haben zusammen einen Plan entwickelt, wie sie diese 1, 2 Monate, die sie jetzt Übergangszeit hat, so nutzt, dass sie dann wieder voll durchstarten kann und das Gesamtziel, nämlich den Umsatz zu verdoppeln, in einem Jahr gut erreichen kann. Aber weder ich noch ihre direkten Teamkollegen können ahnen, dass sie da gerade nicht weiterkam oder konnten ahnen, dass sie gerade nicht weiterkam.
Und sie hat da ihre Verantwortung wahrgenommen und gesagt, ich brauche Hilfe und Hilfe holen ist eine Hohlschuld. Das klappt gut. Es haben sich einige andere bei mir gemeldet, die sagen, Thomas, ich habe das alles verstanden, nur wenn den ganzen Tag nie die Tür aufgeht in meinem Laden, habe ich ein Problem. Da habe ich gesagt, jupp, da hast du ein Problem. Da musst du, glaube ich, am zugrunde liegenden Problem arbeiten, nämlich, dass du in einem Laden stehst, wo die Tür nicht aufgeht. Wenn die Tür dann einmal aufgeht, geht die zwar unendlich viel mehr auf, aber das wird noch immer nicht reichen, um so richtig brutal erfolgreich zu werden. Also Hilfe holen ist eine Hohlschuld. Wenn dich jemand um Hilfe bittet, ist die Antwort gerne. Was würdet ihr sagen, wie funktioniert das so in der Gruppe? So, Nicole hier. Nicole, schieß los. Also bei uns in der Familie läuft es wirklich klasse. Wir haben zwar jetzt momentan so ein bisschen Ruhephase, was die WhatsApp-Gruppe angeht, aber wenn da irgendeiner eine Frage hat, gibt sofort eine Antwort. Da ist dann wirklich jeder dabei und das ist wirklich klasse. Mhm. Ja, super. So. Also du sagst, Familie in deiner Familie funktioniert das super. Prima. Ja. Ja. Mich macht das nervös, wenn, also die WhatsApp-Gruppen, die sehe ich ja nicht, nur die gesamte Gruppe. Wer da nicht drin ist, schickt mir einfach eine WhatsApp, dann nehme ich ihn auf. Ich bin wohl der Einzige, der Leute da reinbringen kann. Ich bin nicht so der WhatsApper. Also es gibt eine Gesamtgruppe für alle und es gibt die Familiengruppen. Mich macht es immer nervös, wenn in Google Plus Stille eintritt und wenn ich nur immer wieder dieselben 5, 6, 7 Leute auf CoachMe sehe. Denn dann weiß ich nicht, sind die anderen alle super unterwegs oder gibt es die nicht mehr oder wie ist das? Also du sagst, das klappt hervorragend. Ich sehe das auch so. Also alles, was ich gehört habe, ist, die Familien funktionieren. Wenn dir jemand Hinweise und Tipps gibt, ist die Antwort Danke. Das finde ich klappt hervorragend. Also ich habe hier noch nie jemand erzählen hören, ja, jetzt mit den 2 Visitenkarten funktioniert bei mir aber nicht, weil ich keine Visitenkarte habe. Ja, dann druck dir halt welche, oder? Wäre die richtige Antwort. Aber wie gesagt, das scheint es nicht zu geben. Wir reden über Dinge, die wir kontrollieren können. Gebe ich euch volle Punktzahl. Also zumindest, was ich höre, sind komplett Leute, die 100% Verantwortung übernehmen für das, was sie tun und die konsequent sich davon fernhalten, über Sachen zu reden, die sie nicht selbst tun können. Wir machen uns freundlich auf Regelverstöße aufmerksam, da es keine gibt, zumindest gegen die Regeln 2 bis 5, ist das auch gar nicht so nötig. Prima. Also, das sind die Regeln des 100%-Clubs. Die einzige, die wirklich, wirklich wichtig ist und an die man sich erinnern muss, ist die Regel 1 und vielleicht auch die Regel Nummer 2, wenn die Regel 1 mal nicht greift. Prima, jetzt lass uns mal zusammentragen, was sind die Bausteine? Also was ist wichtig am 100%-Club? Der eigene Wille. Der eigene Wille. Ich nenne das mal die Wahl, damit wir das auch mit unserem Stufensystem, die Wahl der Einstellung, damit wir das auch mit unserem Stufensystem übereinkriegen. Warum ist das so wichtig? Es muss ja erstmal Bereitschaft da sein, um etwas zu verändern. Ja. Wir können ja niemanden zwingen. Ha, genau. Also diesen Effekt hatten wir ja, wenn jemand in Deckung geht und sagt, meine Idee ist, ich mache alles so wie bis jetzt und mir ist das alles viel zu stressig, das ist okay. Wenn man Navy SEAL ist und man ist irgendwo in Tora Bora, dann muss man den natürlich trotzdem mitnehmen. Ich meine, alles andere wäre echt unverantwortlich. Aber
bei uns passiert demjenigen ja nichts Böses, sondern er ist einfach nur so unterwegs wie alle 49.970 anderen Möbelverkäufer auch. Die Wahl muss jeder für sich treffen und deswegen haben wir ja die ersten, ich würde sagen, den ersten Monat konsequent an Bestandteilen dieser Entscheidung gearbeitet. Prima. Was würdet ihr sagen, welche Priorität hat das? 1, 2, 3 oder 4 oder 5? 1. 1, ja. Okay. Gut. Weitere Bausteine. Und mit Bausteine. Dann braucht, ja? Thomas, dann braucht man noch ein Ziel. Mhm. Also ohne Ziel vor Augen weiß man nicht, wo man hin will, was man machen will. Also ein Ziel. Würde ich sagen, ist Priorität 1. Oder 2. Machen wir 2. Okay. Ja. Also ich glaube, es kann auch mehrere Priorität 1 geben, aber also da müssen wir nicht, das unbedingt in eine Reihenfolge bringen. Aber in diesem Fall, glaube ich, macht Sinn, wenn man nicht entschieden hat, dass sich irgendwas ändern muss, dann brauchst du auch kein Ziel. Ne? Also um zur Arbeit zu gehen, wie die 49.970 und zu sagen, ja, mal gucken, was kommt, da braucht man kein Ziel und keinen Plan. Denn kein Ziel und kein Plan haben die anderen halt auch. Aber wenn man will, dass sich was verändert, muss man sich sehr genau überlegen, wie es aussehen soll, wenn man da ist. Prima, danke Thomas. Welche weiteren Bausteine sind wichtig und gibt's? Eine Strategie. Aha. So, jetzt lassen wir darüber reden, in welcher Form machen wir uns hier Strategien oder besprechen die oder in welcher Form gebe ich die aus? Über CoachMe. Also der CoachMe Trainingsplan. Genau. Wie noch? Durch die Anzeigetafel. Ja, obwohl die mir ein Ergebnis anzeigt, ein messbares. Ja, auch die ganzen Instrumente zur Verhaltensänderung. Welche fallen dir da ein? Eisbrecher zum Beispiel. Höfliche Hartnäckigkeit hilft. Das Buch, das du uns ans Herz gelegt hast. Das finde ich gut, das Buch. Das eine. Carnegie würde nicht sich im Grab umdrehen, sondern glatt wieder aufstehen und sagen, es macht so einen Spaß hier, ich will noch eine Runde. ja, das sind alles Instrumente zur Verhaltensänderung. Eins, das blaue Band. Fällt mir da noch ein? Welche Instrumente fallen euch noch ein? Ja, also ich finde das Gruppenthema gut. Ne? Also einmal hier die CoachMe, hier unser Join-In, wie das heißt, beziehungsweise auch unsere WhatsApp-Gruppen und ja, so dieses Gemeinsame, dass man sich untereinander bespricht und hilft und nicht alleine on the road ist. Ja. WhatsApp in der Familie und im 100%-Club. Wer noch nicht in der Gruppe ist und rein will, schickt mir eine kleine WhatsApp und dann nehme ich ihn rein. Die Gruppen sind sie. Sprechstunde. Was waren denn eure Erfahrungen mit der Sprechstunde? Die meisten, die jetzt sprechen, hatten eine. Warum ist das wichtig für die vielleicht noch keine gemacht haben? Nicole nochmal. Jo. Weil man einfach mit dir nochmal seine Bedenken durchgehen kann, die man jetzt vielleicht in der Familie schon angesprochen hat, aber keiner einen Rat wusste. Oder wo man denkt, spreche ich das wirklich in der Familie an oder frage ich da den Thomas direkt, was ich machen soll, der kennt sich da aus. Also es hilft sehr, mit dir zu telefonieren, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist.
ist wie ein Arztbesuch. Ja. Da lasst von der Seele reden. Schön, schön formuliert. Übrigens, der einzige Grund, warum ich vielleicht auf mehr Antworten komme als die Leute aus eurer Familie, ist, dass ich halt mit, weiß nicht, gefühlt ein paar hundert Leuten über Erfolg im Verkauf geredet habe. Ne? Nur deswegen weiß ich da ein bisschen mehr, was man machen kann. Und ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit der Psychologie des Erfolgs und mit der Psychologie der Verhaltensänderung. Also deswegen weiß ich da vielleicht auch ein bisschen mehr davon. Weitere Bausteine des 100%-Clubs und oder Instrumente zur Verhaltensänderung. Mir fallen hier noch ein. Ich und mal Thomas. Jupp. Statistik führen. Aha. Das nehme ich mal als extra. Statistik führen. Ja. Wie oft denn? Jeden Tag. Täglich. Was würdet ihr sagen, von der Priorität her, wie wichtig ist das? Oh, das ist bestimmt eine 3. Ganz wichtig. Oder eine 2. Ei. Wer nicht misst, wie war das noch? Wer nicht misst, vergisst. Danke. Ja, wenn du etwas willst, dann miss es. Wenn du es nicht misst, vergiss es. Okay. Ich würde dann, also ich vergib da eine 1 plus mit Sternchen. Ja, ob ihr einen Eisbrecher macht oder nicht, oder ob der Eisbrecher so ist oder anders, das ist alles schön. Die Statistiken werden euch sagen, ob ihr besser werdet oder nicht. Das ist das Gute daran. Also, ups, jetzt geht mein Handy los mit den ganzen WhatsApp-Dingern. Also die Statistik die tägliche Selbstanalyse ist absolut auf Prio 1. Denn dadurch merkt man, funktioniert das, was ich tue, oder funktioniert das nicht? Weitere Gedanken. Was sind weitere Bausteine des 100%-Clubs? Also M&Ms habe ich noch aufgeschrieben. Oder für Leute, die nicht so einen süßen Zahn haben, Büroklammern. So, irgendwer verspeist wie vor Aufregung sein eigenes Mikrofon. Gut, weitere Bausteine des 100%-Clubs. Anzeigetafel. Die Anzeigetafel nehme ich hier mal unter Statistik. Warum ist die wichtig? Stellt bildhaft etwas dar, was uns Kraft gibt und uns, sag ich mal, motiviert. Mhm. Ja. Okay. Ich gucke jeden Tag drauf. Aber Sollte man auch tun. Denn ansonsten weiß man nicht, laufe ich in die richtige Richtung oder laufe ich in die falsche. Klasse. Welche Bausteine gibt es noch? Es gibt die Gruppen, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, es gibt die Google Plus Community. Google. Und es gibt Join Me. Wie auch immer man das nennt, das ist ja keine Gruppe, aber Join Me, anderen zu folgen. Und denen etwas zurückzumelden, wenn sie etwas tun. Man kann auf Join Me auch Coaches anheuern, die kosten Geld. Ich finde das sehr, sehr gut angelegtes Geld. Dieser Coach zwingt mich, immer aufzuschreiben, was ich da getan habe. Und selbst wenn er sich das nicht durchlesen würde, dadurch, dass ich es mir aufschreiben muss, was ich gemacht habe und auch was ich nicht gemacht habe, denke ich darüber nach. Und das ist ein Riesenteil der Funktionsweise von CoachMe. Also CoachMe ist für zwei Sachen da. Einmal, täglich nachzuhalten, habe ich das getan, was ich mir vorgenommen habe, dass ich tun würde. Und wenn man so nutzt,
nämlich ein paar Zeilen dazu eingibt, ist es dazu da, erstmal selbst zu reflektieren, was habe ich gemacht und wie hat es funktioniert. Und das, irgendwann hat man da eine schöne Geschichte drin. Die meisten von euch sind schon viel weiter in der Erkundung von Coach Me, als ich es hier mal sein werde. Aber man hat halt eine Geschichte darin und kann sehen, Folgendes habe ich gemacht. Und an Folgendem habe ich gehangen. Und wenn ihr das in einem Jahr anguckt, sage ich euch, habt ihr Spaß wie Bolle. Wogegen, wenn ihr euch in einem Jahr anguckt, da habe ich ein grünes Häkchen gesetzt und dachte, ja, es war okay, aber kann ich jetzt ein Jahr später nicht mehr so viel draus lernen. Also Coach Me ist ein wichtiges Element. Hey, wir kriegen noch immer neue Teilnehmer hier, haben wir heute. Welche Bausteine gibt es noch? Also ich habe noch einen persönlichen eingeführt, spontan, und das ist so eine Art Tagebuch führen. Das bedeutet nicht, dass ich da meine ganze Tagesgeschichte reinschreibe, aber immer so, wenn mir danach ist, 2-3 Stichworte, wie es war, ist auch so ein bisschen von der Seele schreiben und auch gleichzeitig in Form von, ich denke dann auch gleich in Lösungen und nicht in Form von Problemen. Ja, okay. Das heißt, wenn ein Tag mal schlecht läuft, das hatte ich ja diesen Monat an 2 Tagen, und ich schreibe auch rein, der Tag war kacke, so, dann überlege ich aber auch gleichzeitig, dass ich sage, na komm, wie kann ich ihn denn zumindest nutzen, ne? Zum Guten. Ja. Gut, klasse. Also ich würde gerne noch was zu dem ersten Punkt ergänzen, beziehungsweise das Ganze noch mal ein bisschen verfeinern. Also wenn wir uns Ziele setzen oder beziehungsweise der eigene Wille, die Wahl der Einstellung, genau das ist der Punkt. Meines Erachtens reicht das nicht. Man muss sich nicht auch nur ein Ziel setzen, sondern muss auch sich ein Ziel setzen, was bin ich bereit dafür zu tun? Also nicht nur so einen Aktivitätenplan. Also wenn ich bereit bin, jeden Tag, keine Ahnung, 15 Minuten irgendwie was für meine eigene Entwicklung zu tun, mir das als Ziel setze, nicht nur ein Ziel im Allgemeinen, sondern was ist mein Aktivitätenplan, was bin ich wirklich bereit zu tun für die Veränderung, für die Verhaltensveränderung. Also, das Schöne ist ja, Angela, das finde ich auch total hilfreich, nicht in Form oder nicht ein Jahr im Voraus zu denken, noch nicht mal eine Woche im Voraus, sondern nur an heute. Was kann ich heute dafür tun, um mein Ziel zu erreichen? Das ist ein ganz anderes Gefühl, als schon daran denken zu müssen, pass mal auf, das muss ich auch noch die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre. So, das hilft auch unheimlich. Nur heute. Heute in den richtigen Zustand bringen, heute gucken, wie man aus, ne? Zitronenlimonade macht, wenn Zitronen kommen. Ja. Weiß nicht, das fand ich total hilfreich, weil ich bin immer so ein Typ gewesen, oh Gott, was ist im nächsten Jahr, wo bin ich in 5 Jahren? Kann man drüber nachdenken, aber konkret erstmal nur heute. Ja. Dran arbeiten kann man nämlich nur am Heute. Ne? An dem Erfolg in 5 Jahren ist relativ schwer zu arbeiten. Genau, also mir hat da ganz enorm... Mir hat da ganz enorm geholfen der Ratschlag von Leif Kania. Es geht um kleine Ziele, 3 kleine Gewohnheiten. Und er sagte, Thomas, ich mache einfach keine 140 Liegestützen mehr. Oder ich nehme es mir nicht vor, manchmal tue ich es. Was ich mir vornehme, ist einmal mit allen Vieren, also Händen und Füßen, auf den Boden. Und wenn ich dann runtergehe, dann ist gut. Aber fragt sich konsequent, was ist das Kleinste, was ich tun kann, um meinen Zielen näher zu kommen. Und ich glaube, der absolute Schlüssel ist, das jeden Tag zu tun. Sich jeden Tag zu fragen, was kann ich heute tun? Mit der Energie, die ich habe, mit der Laune, die ich habe, mit der, was auch immer, mit der Frequenz, die ich habe, was kann ich heute tun, um meinen Zielen näher zu kommen? Und ich glaube, in dem Moment, wo man sagt, ich tue nichts oder ich tue das, was ich immer gemacht habe, hat man schon verloren oder hat man ein Problem. Denn die Gefahr, dass man am nächsten Tag auch wieder das macht, was man immer gemacht hat, ist relativ hoch. Ja, also ganz wichtiges Thema, konkreter Aktivitätenplan. Was bin ich bereit dafür zu tun? Ich habe euch den Porsche-Test erklärt. Ne? Ich würde sagen, ihr habt alle den Porsche-Test bestanden.
Wobei, ich habe hier noch als Baustein die Telekonferenz aufgeführt. Also das vielleicht hat niemand genannt, weil es ist so offensichtlich, wir befinden uns ja gerade drin. Welche Priorität würdet ihr der geben? Aber das hatten wir doch unter JoinMe drin. Ach so. Stimmt. Ich wollte CoachMe schreiben, aber man kann nicht gleichzeitig denken und schreiben, zumindest als Mann nicht. Deswegen, ich wollte hier CoachMe folgen. Hinschreiben. Join me, die Telekonferenz. Genau, das meinte ich, also meinte ich hier. Welche Priorität hat die Telekonferenz in dem ganzen Spiel? Kommt drauf an, wie müde man ist. Aha. Nein, die ist schon ganz oben. Ja, schon ganz wichtig. Du bist auch immer da. Ja. Merkt man, dass sie dir wichtig ist, denn du bist jedes Mal da gewesen, nach allem, was ich gehört habe. Ob man müde ist oder nicht, ist übrigens eine Entscheidung, die im Kopf stattfindet. Ich bin heute Morgen 4:45 aufgewacht und ich habe mich so auf den Tag gefreut, dass ich nicht wieder einschlafen konnte. Da bin ich doch einfach direkt aufgestanden. Das ist einfach eine Sache, die im Kopf stattfindet. Besonders viel geschlafen hatte ich nicht. Außerdem hatten wir gestern Besuch und sind mehrere Flaschen Wein über den Tisch gegangen und der ganz alltägliche Wahnsinn. Aber ob man müde ist oder nicht, das ist eine reine Entscheidungssache. Gut, das sind die Bausteine des Clubs. Vielleicht ganz kurz, warum funktioniert der Club? Gedanken dazu. Damit wir die richtige Einstellung haben. Ja, wir haben halt aus 50.000 haben wir 25 ausgewählt mit einer bestimmten Einstellung. Einen schönen guten Morgen. Morgen. Ich würde sagen, dann an die 100% Clubmitglieder. Wir machen an der Stelle Schluss und besprechen die anderen zwei Bausteine das nächste Mal. Was könnte dazu führen, dass es für mich nicht funktioniert? Und vielleicht, was machen wir aufgrund dieser Diskussion anders? Denk mal drüber nach. Ich schicke das auch nochmal rum, diese Mindmap. Und dann besprechen wir das nächste Mal weiter. Ich wünsche euch viel Erfolg, starke Umsätze. Und wir hören uns spätestens nächsten Freitag. Also, ciao. 100% Club lebt. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Danke, Thomas. Ciao. Tschüss. Ciao. Servus.